Willkommen zur Futsal-Endrunde der E-Junioren. Die Halle ist proppenvoll und die Stimmung vieler Eltern und Trainer auf dem Siedepunkt. Da es keine Halbfinals gibt, trifft im Finale der Sieger aus Gruppe A auf den Sieger der Gruppe B. Doch zuerst steht das Spiel um Platz 3 zwischen der SG Flieden-Schweben und der SG Bronzell auf dem Plan. Bronzells Nummer 11, Lauri Krieg, in Triple-Laune. Er legt quer, doch findet keinen Abnehmer. Die SGB ist am Drücker, schönes Passspiel und diesmal macht es Lauri Krieg besser, 1:0 für die SG Bronzell. Die Antwort von Flieden Schweben folgt jedoch auf dem Fuß, ein verirrter Querpass und Marlon Poch erzielt den Ausgleich, alles ist wieder offen. 4,5 Minuten noch zu spielen, Gianluca Trabert fasst sich ein Herz und irgendwie rutscht der Ball am Keeper vorbei, Bronzell wieder in Führung. Die letzte Minute läuft, Berghand Oguz mit einem tollen Alleingang zieht ab und er sitzt. Mit 3:1 siegt die SG Bronzell und sichert sich damit Platz 3. Es folgt das Spiel, worauf jeder in der Halle gewartet hat. Das Finale zwischen der JSG Ripberg und der HGM Fulda. Horace Gläserzell, Maberzell erwischt einen guten Start. Nur Keeper Enrico Schneider kann mit einem tollen Reflex die Führung der Gegner verhindern. Der Ripberger Keeper rückt auch in der nächsten Szene in den Fokus. Lukas Schneider setzt sich durch, aber ebenfalls Schneider pariert den Schuss. Die vorletzte Minute ist angebrochen. Nun einmal Ripberg auf dem Weg nach vorn. Gabriel Müller zieht ab und trifft. Die JSG Ripberg führt und die Zeit wird knapp. Ripberg hat auch die nächste Gelegenheit, doch der Schuss wird von Tim Steinhorst abgewehrt und dabei bleibt es. Die JSG Ripberg siegt mit 1:0 und ist Futsal-Hallenkreismeister. Torgranate.de sagt herzlichen Glückwunsch. Mein Traum ist heute wahr geworden und ich hatte eigentlich gedacht, dass wir nur Zweiter werden, aber dann habe ich mir doch gewünscht, HGM als Gegner zu haben und so war es auch. Und 1:0 habe ich dann gedacht, das ist es und so haben wir auch gewonnen. Ja. Was bedeutet euch der Titel? Also für uns als Mannschaft bedeutet das uns sehr, sehr viel. Wie gesagt, die Jungs, die waren scharf drauf, die haben richtig gezittert. Also wie gesagt, auch für uns, für die JSG. Grundsätzlich ist ein Titel als erster Platz zu holen sehr gut. Du willst nichts von Torgranate TV verpassen? Dann abonniere unseren Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und klicke für noch mehr osthessischen Fußball auf die Videoboxen.